Hallihallo, herzlich willkommen in Baldus Welt. Heute wieder in Ark unterwegs, zu einer ganz merkwürdigen Zeit. Aber ich dachte mir, wir werden hier heute noch ein bisschen fleißig sein. Und ich war ein bisschen fleißig. Eigentlich wollte ich gestern so um dieselbe Uhrzeit, ein bisschen früher, noch online kommen. Und wir gucken mal, was wir heute noch ausrichten können. Nur einer online. Heißt alle Drachen für uns. Sehr schön. Und ich zeige euch gleich mal so ein bisschen, was ich gemacht habe. Also ich war vor allem Farm und habe noch mal ganz viel Bauteile hergestellt. Also Ziel ist es jetzt auf jeden Fall, die Base, das untere Stockwerk zuzumachen. Damit habe ich mir ganz schön Zeit gelassen. Wie gesagt, eigentlich ist es gut, das so schnell wie möglich die Base zuzumachen auf so einem offiziellen Server. Aber unser Server hier, der scheint sehr friedlich. Da sind noch ein paar verschlafene Spanier. Aber da sind auch sehr viele Leute. Ne? Kommen immer wieder andere online. Wir haben ja schon ein paar Basen gesehen von den anderen. Und ich habe hier ein bisschen umgebaut. Man sieht schon, ich habe hier oben zwei Betten hingelegt. Wir haben also jetzt kein Bett mehr unten, sondern hier oben zwei. Und das ist ganz gut, nicht, dass ich hier nochmal krepiere und dann müssen wir nochmal warten. Also wenn man natürlich zwei Betten hat, dann hat man zweimal die Chance zu respawnen. Es gibt auch noch dieses super Doppelbett aus Metall. Da hat man, glaube ich, fünf Respawns. Also was heißt super? Das sieht total blöd aus. Naja, besser als diese Betten. Also auf jeden Fall habe ich hier oben die Betten hingelegt. Ich habe die Treppe auch so geändert, wie ich letztens gesagt habe. Man läuft jetzt hier einfach nur noch runter. Und wir haben erstmal keine Wendeltreppe mehr hier. Das war einfach praktischer. So, was habe ich noch gemacht? Ich musste unbedingt diesen Fabrikator hier bauen, weil ich habe ein paar Pinguine gejagt und dann hatte ich ganz viel Polymer übrig. Und den betreibt man mit Benzin. Und wir können ja mal kurz reingucken. Und den braucht man unbedingt, ne? Das ist mit eins der ersten Dinge, die man dann braucht, weil hier kann man den Tresor herstellen, vor allem den Kühlschrank. Der Kühlschrank ist ganz wichtig und da habe ich schon einen hergestellt. Der kostet halt auch vor allem Polymer und solange, wie ich hier noch so Low-Level-Tierchen habe, müssen wir das Polymer leider von Pinguinen holen. So, jetzt habe ich schon einen Kühlschrank hergestellt. Sehr teuer war ein Tresor, den habe ich auch hergestellt. Da bin ich mir noch nicht sicher, wo wir den platzieren. Der ist jetzt auch nicht so wichtig. Das hier ist so ein Stromgenerator. Und das wollen wir auch in die andere Base bauen, in die große. Was ich ganz toll hergestellt habe, sind vier Kryokapseln. Die können wir auch, irgendwann werden wir da nochmal welche herstellen. Man sieht, die haben 28, also eigentlich 30 Tage Haltbarkeit. Ne? Und die nehmen immer weiter ab. Ich bin durch das ganze Farm natürlich so ein bisschen gelevelt und bin jetzt Level 81 und wir müssen unbedingt Level 88 auch werden, dann können wir nämlich die Aufladestation bauen von den Kryokapseln. Gut, jetzt 28 Tage ist eine lange Zeit, da laufen die ab, dann sind die irgendwann leer und dann könnte ich nochmal vier herstellen. Ne, die sind dann wieder aufgeladen, also wir müssen jetzt auch nicht so dringend diese Aufladestation bauen, aber schön wäre es schon. Man sieht schon hier, das ist das Benzin, da können wir dann auch gleich noch gucken. So, jetzt habe ich die Kryokapsel rausgenommen, ich versuche mal noch eine rauszunehmen. Ich habe nämlich jetzt eigentlich noch einen Plan. Wir müssen mal gucken, ob der noch klappt. Ich brauche immer so ein bisschen und gestern, wie gesagt, manchmal, dann kriege ich irgendwie nicht mehr den Dreh hin, hier online zu kommen. Genau, hier wollte ich reingucken. Ich habe nämlich hier paar Wollschuhe hergestellt. Die nehmen wir mal auch mit. Ich ziehe die mal an. Ich hoffe, unser Plan kann noch funktionieren. Und gut, jetzt einmal Wollschuhe ist nicht viel. Ich hoffe, wir wollen nämlich jetzt eigentlich in so ein Gebiet, wo es ein bisschen kälter ist. Was wollte ich noch mitnehmen? Eigentlich noch ein paar Majo Berries. Da haben wir welche. Sehr schön. Ansonsten kommen wir gleich nochmal wieder, dann erkläre ich mal, was ich noch verändert habe. Ich habe noch zwei von diesen Schmelzen aufgestellt und in den nächsten Tagen müssen wir unbedingt mal einen Ankylosaurus sehen. Ne? Aber es ist halt auch immer noch dieses Event aktiv
Und deswegen hatte ich jetzt noch andere Pläne. Ich guck mal kurz nach, ob wir diese Pläne noch verwirklichen können. Wir haben noch 19 Mohrrüben. Da muss ich auch gleich mal noch erklären, wie ich die hergestellt habe. So, wir haben zwei von diesen Dingern. Und das Tolle ist, wir können jetzt immer einen Drachen mitnehmen für Notfall. Und ich würde sagen, wir nehmen mal Mary mit. Das ist ja unser einziger Bloodweaver. So. Die schnappen wir uns mal. Und die ist passiv. Ja, das ist auch eigentlich ganz gut. Den hier weiß ich nicht. Der ist im Moment nicht passiv. Können ihn mal erstmal so lassen. Und zwar. Habe ich hier tatsächlich letztens ein Einhorn gesehen. So, das ist jetzt aber auch schon wieder so lange her. Und für Einhörner braucht man im Grunde genommen Mohrrüben, soweit ich weiß. Und da haben wir noch 19 Stück. Ich weiß nicht, ob die reichen. Die halten hier immer 16 Minuten. Dann geht eine Mohrrübe weg. Gut, wenn die nicht reichen, dann könnten wir noch diese Dinger nehmen. Und wir werden diese Kryokapsel mal hier reintun zu dem Drachen. Da ist sie erstmal sicherer als bei mir. Das Zeug können wir auch lagern. Ich habe auch ganz viele von diesen Betäubungsdingern hergestellt. Eigentlich können wir das wegschmeißen. Das wollen wir heute nicht machen eigentlich. Also wir werden heute wieder nicht craften eigentlich. So, ich habe nichts zu essen mit. Das ist schon mal ganz schlecht. Wir müssen noch mal kurz landen. Und ich guck mal nach, ob ich hier noch irgendwo zu essen habe. Und eigentlich eher zweimal die Woche, weil sonst wird es ja zu knapp. Die Tiere draußen halten ja nur 8 Tage. Und da wäre eine einmal die Woche zu wenig. So, ansonsten habe ich erstmal noch nicht viel verändert. Wir werden, wenn das fertig ist, das Häuschen, dann auch die Drachen rüberbringen. Gut, das hat erstmal nicht geklappt. Ich würde sagen, wir schmeißen dann auch den Drachen oben erstmal wieder raus. Jetzt hat er hier noch eine Kryokapsel mit. Die werden wir auch mal wieder rausnehmen. Also Mission Einhorn ist erstmal schiefgegangen. Naja, nicht wirklich schiefgegangen. Aber es hätte auch, es war eine sehr gefährliche Ecke. Das wäre schon ein Riesen-Eck gewesen. Weil da hätte ich dann auf den Rücken springen müssen vom Einhorn. So ist es ja auch bei den Pferdchen hier. Und wie bei den Drachen, muss man dann auf dem Rücken bleiben und immer mal sie dann füttern, wenn sie gefüttert werden wollen. Das muss man dann auch ganz schnell machen, nicht wie bei den Drachen, da hat man eigentlich Zeit dann. Bei den Pferden und Einhörnern muss man das ganz schnell machen, sonst schmeißen die einen runter. Und wenn die aber wirklich gebissen werden vom Raptor oder so, schmeißen die einen auch runter. Das ist also relativ schwierig. Ich hatte auch einmal ein Einhorn gezähmt, das war dann wirklich fast auch gekillt worden. Ich wurde runtergeschmissen, weil da ein Raptor war. Der hat es dann angegriffen und das war dann wirklich am Ende fast hinüber. So, jetzt haben wir diese Kryokapseln, können hier immer so einen Drachen mitnehmen. Das werden wir nachher auch machen. Ich bin noch am Überlegen. Also ich finde die Farbe zwar so sehr schön, aber das wird nicht die ultimative Bloodweaver-Farbe, wenn wir die züchten. Man sieht auch hier, die haben so schwarze Augen. Und die Tropical Wiefern, die haben blaue Augen. Auch ganz witzig. Also sind schon toll gemacht. Schlecht finde ich die nicht. Wir gucken nachher mal nach, welchen wir mitnehmen. Aber ich denke wirklich, wir werden Ihmchen hier mitnehmen. Obwohl es immer eine Gefahr ist, ne? Wenn ich den halt so in der Tasche habe, in so einer Kryokapsel, und ich sterbe irgendwo, dann liegt es halt da auch mit meinem Loot. Das kann dann auch jeder andere Spieler looten. So kann man anderen Spielern hier auch was klauen, indem man sich deren Loot holt, wenn die gestorben sind. So, wir wollten das Trike mitnehmen. Komm mal mit, Trikey. Wir können es ja nochmal leveln vorher. Nochmal auf Ausdauer. Also Gewicht hat es eigentlich genug. Ich würde sagen Ausdauer. Man könnte jetzt auch sagen Leben, habe ich aber auch beim letzten Mal schon gesagt. Aber ob das nur 450 Leben hat oder 600, das ist noch auch nicht der Unterschied. Sage ich mal. So, das nehmen wir mit. Das
konnten wir ja letztens nicht. Und dann können wir drüben gleich mal aufräumen. So, jetzt zeige ich euch mal erstmal, was ich hergestellt habe. Ich habe richtig viele von den großen Wänden hergestellt. 150 Stück, das ist eine ganze Menge. Dann habe ich tatsächlich hier auch ein paar Glasfenster hergestellt. Dafür braucht man vor allem Kristall. Ne? Da habe ich dann hier draußen, hier haben wir ja Kristall da hinten. Da habe ich dann Kristall gefarmt. Ich habe auch einmal hier die ganzen Metallfelsen gefarmt. Und deswegen habe ich hier auch diese drei Öfen. Das ist später ganz wichtig, wenn man jetzt ganz viel Metall bekommt mit so einem Ankylo. Weil man brutzelt es ja. Und das dauert ja teilweise sehr lange. Hier sind zum Beispiel noch 290 Metall drin. Hier dürfte auch so in der Art 300 Metall sogar. Wir könnten also nochmal so einen Kühlschrank oder so einen Tresor sogar herstellen. Da müssen wir aber nochmal Pinguine jagen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das nicht für was anderes brauchen. So, was ich jetzt mal mit euch zusammen mache, ist, wir stellen mal noch ein bisschen Benzin her. Dafür braucht man unbedingt Leder und Öl. Leder und Öl, und ich bin nicht mehr ganz sicher, wie das im Verhältnis ist. Jetzt haben wir 600 Leder. Und ich glaube so 1 zu 3. Das heißt 200 Benzin und 600 Leder. Und das können wir mal überprüfen, ob das so ist. Das dürfte alles zusammen dann Öl ergeben. Man muss das dann hier in so eine Schmelze schmeißen. Das ist zum Beispiel auch sowas, was man überhaupt nicht im Spiel mitkriegt. Also wer mit dem Spiel neu anfängt, der kann da eigentlich kaum von alleine drauf kommen. Das muss man hier reinschmeißen. Hier ist jetzt auch nichts angezeigt, dass man so Benzin herstellt. Und dann macht man das an. Und daraus macht der Benzin. Aber das hier, also da sehe ich nicht den zweiten Snap-Point, ne? Anscheinend geht es hier wirklich nicht. Oder? Nee, wieder nicht. Gut, wir merken uns das mal. Hier guckt so ein bisschen noch raus. Ich probiere das mal nochmal. Ja doch, hier. Es gibt einen anderen Snap-Point. Hier guckt es nicht so raus. Man muss es halt nur mal so bauen. So. Genau. Na gut, dann hat es sich ja doch noch gelohnt. Dann hat es sich ja doch noch gelohnt. Was tut man nicht alles, damit man diese Dinger hier oben nicht sieht? Und hier machen wir das so, dass wir die so minimieren, wie wir es hinkriegen. Hier vorne, das ging ja nicht anders. Jetzt haben wir schon wieder alle Bauteile verbraucht. Und wir sehen schon, wir werden noch einige von den kleinen Säulen brauchen. Weil, dann könnten wir gleich die Mohrrüben in den Kühlschrank tun. Nachher sehe ich jetzt gleich noch ein Einhorn, dann sind keine Mohrrüben mehr da. Oh man. Diese Einhörner. Wahrscheinlich sehen wir nie wieder eins. Und ich werde ganz umsonst haufenweise Mohrrüben anpflanzen. So. Da sind wir. Und das allererste ist jetzt wirklich, wir bauen da hinten jetzt das Stromzeug hin. Beziehungsweise ist das allererste, bauen wir hier noch drei von den Wänden hin, dass wir ein bisschen leichter sind. So, das ist das Stromding. Und eigentlich fängt man immer damit an, das Teil zu bauen. Können wir noch überlegen. So.
Also wir bauen erstmal zwei Wände dahin, die ein bisschen leichter sind. So, und so ein Stromkabel setzt man am besten so. Ne, hier sieht man diesen Stein, wie die vier Steinteile aufeinander kommen. Und hier kann man sich auch so ein bisschen orientieren. So, man testet so ein bisschen. Das sieht eigentlich gerade aus. So, dann drückt man K. Und dann wird es ja so fixiert. Und dann kann man hier die Linie lang laufen. Okay. So, bis hierhin gegen die Fundamente. Und hier kommen jetzt... Ja, aber warum wird es da hinten auch darunter angezeigt? Egal. Und wenn man jetzt hier weitergeht, dann sieht man, wir waren ganz leicht schräg, ne? Wir kommen jetzt immer weiter nach da hinten. Und jetzt kommen wir wieder auf die richtige Linie zurück. Es muss also theoretisch... kleines bisschen weiter so. Und wenn man jetzt so die Linie lang geht, sieht man, ob man auf Dauer schräg wird. Und es wird schon wieder so ein bisschen schräg. Das ist jetzt minimal. Aber es ist immer noch nicht perfekt. Hier also hier mal hin zurück. Ja, dann geht man kurz aus der K-Sicht raus, dreht sich so ein ganz klein bisschen. Genau. Jetzt könnte es schon nahezu perfekt sein. Ne? Man muss immer auf dieser Linie bleiben, wo diese Dinge aufeinandertreffen. Das sieht schon sehr gut aus. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich meine, man kann dieses Stromkabel auch kreuz und quer legen. Was doof ist, man sieht sie halt, außer man... Hier sieht es aber auch aus, als ob ich da schräg werde. Und warum das jetzt hier wieder erscheint und da drüben darunter ist, kann ich nicht wirklich erklären. So. Am liebsten möchte ich es natürlich irgendwie hier so hinhaben. Hier sieht man es oben. Und ich möchte damit jetzt auch nicht so viel Zeit verschwenden, deswegen werden wir es einfach mal dahin platzieren. Nicht, dass der darüber hüpft. So dran denken, dass mein Drache immer noch auf Aggro ist. Oh, Junge, mach. Wir haben noch keine Zeit. Der Hai will fliehen. Ja. Das haben wir auf der 6. Voll der Akt, hier so ein Hai zu umbauen. Wahrscheinlich voll der Blödsinn. Ich glaube, auf den nächsten Hai schießen wir einfach mal. Das passt nicht perfekt. Sauerei. Na, mal gucken, ob das passt. Ja, du könntest dich mal noch ein bisschen drehen. Können wir ihn drehen? Der hat auf jeden Fall... Ich sag mal eine Hitbox. So. Da geht alles nicht. Die Frage, ob der hier hinten abhauen kann. Er wäre schon doof, wenn er dann hier hinten abhaut. Das war so auch nicht geplant. Oh, no way.
Eigentlich kann ich jetzt hier auch wieder nichts draufbauen. Doch, das geht. Ja, also da dürfte er ja wohl nicht hinkommen. Werden wir einfach auf ihn ballern. Verhalten passiv. Du bist ehrlich. Also ich glaube, den hätte man auch einfach so betäuben können. Ich glaube, beim nächsten probieren wir das. Ich meine, wenn es hier so Tiere geschenkt gibt, ne? Warum nicht? Normalerweise kannst du auch so ein Hai nicht hier mit normalen Pfeilen, also mit so einem Bogen betäuben. Ja, mal gucken, ob das klappt. Oh, jetzt leckt's wieder. Jo, wir haben ihn auf jeden Fall gezähmt. Und die Hälfte an Leben haben wir ihn abgeluchst. Also nicht gezähmt, sondern betäubt. Und jetzt lassen wir den einfach mal hier liegen. So, man kann sich natürlich auch theoretisch so umgucken. Hat eine schöne Aussicht. Jetzt könnte natürlich so ein Pegomastax gerade an meinem Drachen rumknabbern. Der hat aber eigentlich so viel Leben, dass das eigentlich egal ist. Ich habe damals meine Drachen immer stehen lassen. Steht da hinten jetzt irgendwo unten. Auf passiv und ich würde sagen, einmal noch füttern. Ja, das ist ja mal hier. Freundlich. Leckt es oder fliegt er jetzt mit Absicht hier? So komisch, es hat geleckt. Na, das war ja ein schöner Anfang hier. Ne, weil wir das neue Haus gebaut haben, sind hier alle richtig scharf drauf, sich mit dazu zu stellen. Super. Super, wir flattern gleich mal zurück und man sieht schon, ein Viertel der Kristalle ist jetzt schon abgelaufen. Und knabbert hier ein PU-Mastax. Nicht. Oh, ich brauche aber unbedingt noch eine zweite Kryokapsel, um so einen jetzt nach Hause zu bringen. Wir können uns das ja erstmal angucken. Oh, er hat auch 9200 Leben. Ganz schlechte Ausdauerzahl hat er. Oder sie. Und hier sieht man super viel Nahrung, ne? Da hatte der andere Superdrache hatte nur 6000. Hier ist so viele Punkte sind auf Nahrung gegangen. Braucht es überhaupt nicht, ne? Das Leben ist anständig.
9.250. Ich muss mir nur jetzt mal überlegen, ob's das bringt, ne? Weil wir haben jetzt dieses Superweibchen. Was hätte ja auch einen super Wert haben können. So, mit welchem fliegen wir nach Hause? Ja, wir können den auch stehen lassen. Das können wir natürlich auch machen. Wir bringen den nach Hause. Aber ich brauche noch eine Kryokapsel. Na, dann würde ich sagen, geben wir dem jetzt hier alles, was wir haben. Wenn er überhaupt noch lebt, also den hat irgendwas angegriffen. Und es ist eigenartig, dass es ihn nicht gekillt hat. Oh lol. Glaub's ja nicht. Wir haben tatsächlich einen Hai gezähmt. Also er ist natürlich nicht so der absolute Wahnsinn hier. Haben wir denn noch einen Kibbel? Aber das ist doch super. Allerdings brauchen wir für den tatsächlich immer eine Kryo. Das ist doch super, falls ich mich hier noch mal irgendwo ins Wasser verirre. Schön ist er nicht. Hochgeheilt hat er sich. Ist ja super. Vielleicht ist es schon zweimal gesagt, ne? Das ist auch toll. Können mal gucken, ob er sich so ein bisschen levelt in der Kryo. Ich darf ihn jetzt nicht zu lange rumliegen lassen. Aber ganz ehrlich, wenn hier nochmal solche Viecher rumliegen, schnappen wir uns die. Ich muss auch mal gucken, wie ich hier an schwarze Perlen komme. Dass wir uns mal so einen Riesentintenfisch schnappen. Und das ist gefährlich, ne? Der soll mal abheben. Alter. Das für ein Agro-Wiefern. Oh man. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Was ist das denn? Der fliegt hier einfach mal gerade durch. Und bleibt jetzt hier jetzt hinten hängen. Ein Witz. Ist ja ein Witz. Denn komisches, ey.
Nein. Also, was ist das denn? Okay, es war Leggy. Also ich klammer mich hier gerade noch so fest. Alter, was für ein Akt. Da fliegt der einfach so frontal gegen die Wände. Gibt doch nicht wirklich ab. Und ich hänge hier auf halb neuner. So, auf sechs ist der Fallschirm, okay. Hier, ne? Der fliegt ja wirklich überall gegen. Hier, frontal gegen so einen Berg. Oh oh. So, wir haben ihn. Haben wir ihn? Nee, jetzt haben wir ihn mal gefüttert. Sehr schön. Gut, also so saß ich auch noch nie auf dem Wiefern drauf, wenn man davon sitzen sprechen kann. Oh, er zappelt. Er zappelt. Es zappelt heftig. Ist aber ganz gut. Das war ja nicht mehr auszuhalten. Wo ist er jetzt hin? Oh, wenn der mich angreift, bin ich im Eimer. Komm, lande, Baby. Lande. Alter Schwede, das war jetzt der Stego. Ich konnte sie gerade noch auf passiv pfeifen, dadurch ist sie gelandet. Aber ich muss mega Glück gehabt haben, dass der Drache hier jetzt nicht diese Fähigkeit eingesetzt hat. Aber dass der Stego so weit hoch wirkt. Ist schon ein bisschen crazy.
Also, das klingt jetzt auch ein bisschen falsch, dass er seine Fähigkeit so in die Luft wirkt, ne? Klingt immer noch falsch. Der Stego war auf jeden Fall scheiße. So. Also, der hat jetzt schon mal, also sie hat jetzt schon mal ein bisschen mehr Ausdauer als der andere Drache. Und wir kommen langsam auch an den Damage ran. Aber es ist noch ein ziemlich weiter Weg. Gut, dass das jetzt nur ein Level 20er war. Und gut, dass da unten nicht irgendwelche Tiere waren, die mich aufgefressen haben. Wie geht's mir überhaupt? Halbes Leben habe ich nur noch. Oh Mann, das war verdammt knapp. Aber auch spannend. So, jetzt stellen wir die Guten noch auf Paaren. Früher musste man sie ja dann immer auf Wandern schicken, ne? Das muss man heute hier nicht mehr. Und jetzt gucken wir mal, ob die Reichweite reicht bis zum Männchen. Aber das Männchen ist ganz schön weit weg. Aber ich glaube, zwei Drachen daneben, das geht. So, später kann man natürlich die Weibchen immer auf Paarung lassen. Und dann stellt man eigentlich nur noch das Männchen an. So, die Tür sollte man immer zumachen. Jetzt sieht man schon, wenn die Reichweite hinhaut, dann haben die alle so ein kleines Herzchen. Und das sieht doch ganz gut aus. Hab ich jetzt das Benzin mit? Aber lange Zeit habe ich auch jeden einzelnen Drachen dann immer wieder ausgestellt. Aber theoretisch brauchst du nur das Männchen anstellen oder ausstellen und die Weibchen sind immer an sozusagen. Und dann stellt man nur einmal das Männchen an. Da ist aber die Gefahr, dass ein anderer auch draußen vorbeilaufen könnte und dem sein Männchen zum Beispiel ist auf Paarung. Dann kann das auch passieren, ist aber super und unwahrscheinlich. So, die da hinten, da werden wir irgendwann mal mit anfangen. Wir haben es jetzt nicht so eilig mit diesem Kibbel. Aber hier würde ich am liebsten schon jetzt hier ein paar Mal verpaaren und dann haben wir irgendwie 20 oder 30 Eier und können die ausbrüten. Davor brauchen wir natürlich Klimaanlagen und die müssten eigentlich hier unten irgendwo hin. Aber also oben müssen wir wirklich ein Stockwerk schaffen und man sieht schon, wie viel Platz die wegnehmen. So, jetzt haben sie. Sind sie fertig? Und man sieht schon bei den zu paarenden Weibchen, da muss man diese Kopfbewegung ausstellen. So, was ist hier los? Das ist das Männchen. Das heißt, wir haben hier noch ein Weibchen. So, da haben wir unsere ersten vier Eier. Ach so, naja, beim Aufheben, ich bin noch nicht so schnell. Ich glaube, das war auch immer am besten, wenn die verkehrt rumstehen, die Wiefern, dann kommt man da besser ran. Also das muss auf jeden Fall schneller werden und man sieht schon, ne? Wenn die einen immer angucken, da kommst du überhaupt nicht durch.
Also gut, unser Alpha- und Beta-Weibchen können wir schon mal umschalten. Spiele angucken aus, ne? Und dann kommt man super durch. Und sonst drücken die einen immer weg. So, testen wir das noch mal kurz. Wunderbar. Und so kommt man jetzt hier schon viel besser ran, ne? Das ist also ganz wichtig bei den Weibchen, sonst hat man echt zu tun. Okay, packen wir die Eier mal in den Kühlschrank. Wir können ja mal gucken. Erstmal knallen wir das Ding hier voll mit Benzin. Sehr schön. Ich glaube, das hält auch 2 Wochen oder so. Oder noch länger. Ja, wirklich schade, dass wir mit den Möhrchen nichts mehr anfangen können. War voll der Akt, die herzustellen. Na, und hier sieht man es jetzt. Selbst bei mir in der Tasche würden die 7 Tage halten. Und hier drinnen halten sie ewig. Ich glaube, das heißt 799 Tage. Warum auch immer. Also 800 Tage. Da haben sie es mal richtig übertrieben, ne? Klar, 800 Tage. So, das schmeißen wir weg. Aber das ist super. Bei 7 Tage jetzt, wer weiß, wann wir wieder weiterzocken hier. Und so können wir das erstmal stehen lassen. Hier sind unsere neuen Weibchen. Die muss ich mir noch mal ganz genau angucken. Da brauchen wir jetzt echt ein perfektes Männchen. Und darauf könnte es halt auch ankommen, dass es eventuell kaum eine Rolle spielt, was die für Werte haben. Wenn wir jetzt ein perfektes Männchen haben, können wir auch da jeden Tag hier 3 solche Eier herstellen und haben dann auch irgendwann 20 Eier. Und dann kriegt man vielleicht 5 perfekte Weibchen auch raus, ne? Mit den Werten von den Männchen. Hier können wir jetzt mal gucken, wann können die sich wieder verpaaren. In einem Tag und 11 Stunden. Das heißt, die kann man nur alle 2 Tage im Grunde genommen verpaaren. Das ist heftig. Und das kommt auch immer so ein bisschen aufs Level, glaube ich, drauf an. Ein Tag 15 Stunden. Du, hier brauchen wir also morgen gar nicht vorbeikommen. Und ich würde auch sagen, wir haben es jetzt hier nicht so eilig. Naja, wir machen das ganz gechillt. Aber das Haus ist nicht so groß, wie man denkt. Es ist aber da wirklich 1000-mal breiter als das, was ich damals hatte. Ich hatte halt auch super viele Tiere drin stehen. Und im Endeffekt hat man eigentlich nicht ganz so viele drin. Ne, da hat man hier, ich hatte halt von jeder Art habe ich vermehrt. Und da hat man immer solche Knäule, damit die auch rankommen im Grunde genommen. Stellt man jetzt das Männchen in die Mitte und drumherum überall Weibchen. Also es stimmt gar nicht. Klein war meine Base auch nicht. Wenn ich mir überlege, die hatte auf so einer Seite den Eingang. Ne, die wird auch diese Größe gehabt haben, ne? Nicht jetzt dieses Schloss, sondern diese andere Base. Wie kommt einem das nur so groß vor, weil das hier die Eingänge von den Seiten kommen. Also wir brauchen hier auf jeden Fall jetzt das zweite Stockwerk.
Und es ist auch so ein bisschen bedrückend, ne, wenn die Decke so eng ist hier. Also ich denke, hier werden wir nur die Babys großziehen. Wenn man jetzt nicht auf den Drachen reite, geht's eigentlich. Hier müssen irgendwie die Klimaanlagen hin. Dann brüten wir hier die Eier aus. Auch da habe ich eigentlich lieber so einen kleinen Raum. Aber ich glaube, hier bauen wir nicht einen extra kleinen Raum. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, und wenn wir hier ganz, ganz viele kleine Babys hier oben zu stehen haben, die könnten sich hier ganz gut machen. Und die großen Drachen, würde ich sagen, die kommen nach oben. Da baue ich dann das Zimmer auf jeden Fall größer, also höher. Und für die Rechse, da könnte man auch notfalls noch ein extra Häuschen bauen, wenn die da oben nicht hinpassen oder irgendwas. So, ich glaube, hier haben wir alles. Die Drachen sind jetzt auf jeden Fall sicher. Das ist schon mal sehr cool. Das war die Hauptsache auch vom heutigen Stream.